Lange Zeit wurde in unserer Kirche die Gesundheitsarbeit stark vorangetrieben und sie war zentral für unsere missionarische Vorgehensweise. Heutzutage sprechen Berichte von den adventistischen Blue Zones und vermerken, dass Siebenten-Tags-Adventisten 6 bis 8 Jahre länger leben als der Rest der Bevölkerung. Auch die Anzahl von Krankheiten wie Krebs und Herzerkrankungen sind deutlich niedriger als beim Rest der Bevölkerung und einige Krankheiten wie Lungenkrebs sind fast nicht vorhanden. Wie kam es dazu? Glück oder Zufall? Oder war es etwas Größeres? Im Jahr 1863 hatte Ellen White ihre Gesundheitsvision in Otsego, Michigan, in der ihr Dinge gezeigt wurden, die der medizinischen Praxis ihrer Zeit weit voraus waren. Zum Beispiel wurde ihr gezeigt, dass Tabak ein langsames, heimtückisches und bösartiges Gift ist. Das ist zwar heute allgemein bekannt, aber zu ihrer Zeit schrieb die medizinische Weisheit vor, oder zumindest hielt sie einen nicht davon ab, Tabak zu konsumieren, falls man irgendwelche Hals- oder Lungenprobleme hatte. Erst 100 Jahre später verurteilte der Generalarzt der Vereinigten Staaten den Tabakkonsum. Die Vision war sehr ausführlich und ermutigte zu ganzheitlicher Gesundheit sowie natürlicher und vorbeugender Medizin. Auch wenn es immer einen Bedarf an Akutversorgung gibt, soll die Präventivmedizin so viele Krankheiten wie möglich im Körper verhindern. Unter der Leitung von Ellen White gründete man ein Gesundheitsinstitut mit dem Namen Western Health Reform Institute. Dr. John Harvey Kellogg, heute berühmt für seine Frühstücksflocken, die er erfunden hat, wurde im Alter von nur 24 Jahren der Direktor dieses Instituts. John Harvey Kellogg besuchte einige der besten medizinischen Fakultäten seiner Zeit, die University Medical School in Ann Arbor in Michigan und das New York University Medical College im Bellevue Hospital in New York City. Er schloss 1875 sein Studium ab und wurde einer der führenden Ärzte in den Vereinigten Staaten, der sowohl die Reichen und Berühmten als auch die weniger Wohlhabenden behandelte. Er änderte den Namen in Battle Creek Health Sanitarium. Sanitarium ist ein Wortspiel des Wortes Sanatorium, welches ein Kurort für kranke Soldaten war. Indem er das O durch ein A ersetzte, schuf er ein neues Wort für die englische Sprache. Er wurde ein Pionier von einigen der besten medizinischen Praktiken seiner Zeit und erfand einige geniale Maschinen als Vorläufer vieler moderner Geräte, die Sie heute in einem Fitnessstudio sehen können, wie dieses Rudergerät. Viele dieser Geräte befanden sich auf der Titanic für wohlhabende Passagiere. Das Sanitarium war zu Beginn ein großartiger Zeuge der Botschaft von Gott, aber später wich es von diesem Weg ab. Leider wird die Gesundheitsbotschaft heutzutage oft vernachlässigt und während viele wissen, dass wir eine Botschaft haben und dessen Wahrheit und Gültigkeit verstehen, werden sie dem, was sie über Gesundheit wissen, nicht gerecht. Die Gesundheitsarbeit wurde geschaffen, um der rechte Arm zu sein. Sie sollte nicht alleine dastehen, sondern dem Evangelium helfen und harmonisch mit ihm zusammenarbeiten. Gesundes Leben sollte kein Selbstzweck sein, sondern mit dem Evangelium zusammenarbeiten, um die Herzen der Menschen zu öffnen. Mögen wir diese Prinzipien zuerst in unserem Leben umsetzen und dann in unseren Gemeinden, damit wir in unserer Gesellschaft Zeugen sein können.